Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Jan Schönteich, Georgios Hollerwas und Nico Paczynski. MyBad EU präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. So, nun bist du ja erstmal festgeschnallt, dass dir natürlich als Nummer 2 überhaupt nicht passt. Ich habe ja nun letzte Woche gesehen, wie du spielst und du bist ja kaum zu bändigen. Wadenbeißer. Ja, Wadenbeißer. Deswegen aus diesem Grund bist du jetzt erstmal festgemacht, damit du uns nicht wegläufst. Besser ist das. So. Ich fang mal an. Mach her. So, ich war wie gesagt bei dem Spiel selber dabei, daher kann ich das ein bisschen beurteilen. Es waren 90 Minuten ausgeglichen und in den zwei Verlängerungen habt ihr schnell jeweils ein Tor gekriegt. Wie hart ist sowas? Ja, extrem ärgerlich. Also Jan hat es eben schön erzählt. Wir hatten halt das noch bei dem Spiel am Freitag, also auch zwei Tage mehr Regeneration. Und dann kriegen wir halt noch eine rote Karte am Sonntag, was halt in der Oberliga auch direkt zur Sperre führt, zwei Tage später. Und dann fehlt da ein guter Mann wie Suleimani, der dann noch eine Alternative wäre in so einem Spiel gegen das noch, weil er halt im Rückspiel auch zwei Dinger gemacht hatte. Also wäre auf jeden Fall eine gute Alternative gewesen, vielleicht auch bei der Startelf, das entscheidet letztendlich der Trainer. Aber wir haben es trotzdem gut gemacht. Da standen 11 Löwen auf dem Platz, die haben alles gegeben, auch gefightet und uns dann auch die ein oder andere Chance erarbeitet. Ja, wie schon also wie gesagt, die ersten 90 Minuten waren völlig ausgeglichen. Ja, und dann bricht uns so ein abgefälschter Schuss das Genick. Ne? Also ich glaube, der Ball von Finn Thomas, haben die anderen so gesagt, wäre Richtung Eckfahne gegangen, wird dann unglücklich abgefälscht und geht ins kurze Eck. Also das Leben ist hart. Ist ja ein bisschen Spielglück, ne? Aber ihr habt ja noch die Vizemeisterschaft im Auge. Ja, letztendlich wollen wir als Team alles Mögliche, was in dieser Saison noch ist, erreichen. Das heißt Vizemeisterschaft, aber das heißt jetzt auch Regionalliga-Aufstieg. Und wir spielen ja Fußball nicht um die goldene Ananas, sondern jedes Spiel muss gewonnen werden. Ja, finde ich gut. Stichwort goldene Ananas. Ihr seid aufgestiegen letztes Jahr aus der Landesliga und wurde ordentlich in Neuzugänge investiert, ja unter anderem ja auch du. Und trotzdem hat Dassendorf einen beachtlichen Vorsprung an Punkten. Was haben die euch denn in der Hinsicht noch voraus? Ja, ist mal leicht gesagt. Dassendorf, ist, also der Kern besteht ja jetzt schon seit 3-4 Jahren. Und das ist eine eingespielte Truppe. Das ist eine richtige Gesellschaft. Da sieht man auch so eine Mannschaftsfeier, da wird richtig gefeiert. Da sind auch 20, 25 Leute. Die Leute sind auch nach dem Spiel noch alle zusammen und trinken ein. Das ist... Ja, es ist schon sehr familiär, kann man sagen, aber das entwickelt sich halt auch ein bisschen mit der Zeit. Mhm. Wenn du halt zur neuen Saison 12 neue Leute bekommst, so eine Gemeinschaft entwickelt sich nicht schnell. Also dafür braucht man ein bisschen. Deswegen versucht Teutonia auch, möglichst viel zu behalten und nicht wieder halt 12, 13 neue Leute zu besorgen. Ja, die Gesellschaft ist sehr wichtig, aber kommen halt auch fußballerisch. Die sind einfach ein bisschen cleverer in gewissen Situationen, gewinnen auch mal Spiele knapp. Entscheiden einfach die, wie soll man sagen, die wichtigen Spiele dann auch für sich. Also Gewinn gegen uns zweimal verdient, muss man sagen. Wo wir im ersten Spiel auch unsere Chance hatten, wo wir in der Überzahl waren. Ja. Im Pokal haben die halt das Glück für sich, aber so ist Fußball. Bayern war auch teilweise besser gegen Real, fliegt dann aber raus, so ist das im Leben. Du hast schon angesprochen, dass nicht wieder eben 12 neue Leute wie jetzt im vergangenen Sommer kommen, wenn man in die Regionalliga aufsteigt, muss aber sicherlich auch noch ein Umbruch innerhalb der Mannschaft stattfinden. Einige haben da dann Regionalliga-Niveau und andere vielleicht nicht. Ist das dann vielleicht auch wieder dann so ein erneuter Bruch, der sich da ergeben könnte, weil natürlich dann einige sicherlich auch gehen müssten und wieder neue dazukommen, um den Kader Regionalliga-tauglich zu machen. Wir haben es mit Altona gesehen, was passiert, wenn man mit dem gleichen Oberliga-Kader nahezu so in die Regionalliga geht und sich nicht verstärkt? Ja, ich bin dabei dir. Man braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Qualität im Kader. Aber dennoch versuchen wir, möglichst viele als Kern zu behalten. Und nicht halt dieselbe Problematik wie dieses Jahr zu haben, weil Regionalliga heißt dann auch wieder mehr Training, mehr Aufwand. Und Regionalliga ist ja nicht Vollprofi. Also die Jungs arbeiten noch nebenbei.
und haben vielleicht auch noch Kinder, also wir haben auch einige Väter in unserer Mannschaft, also das ist ein immenser Aufwand, muss man sagen, und ja, wir warten ab, was die Saison bringt, außerdem müssen wir erstmal die Relegationsspiele bestreiten, um aufsteigen zu können. Die fehlen ja auch noch. Wie schätzt du denn eure sportlichen Chancen in diesen Relegationsspielen ein? Für unsere Zuschauer, die werden unter Oberliga-Bedingungen noch ausgetragen, das heißt unter anderem findet auch ein Spiel an der Kreuzkirche statt, eins auf neutralem Platz und eins auf des Gegners Platz, wer die Gegner genau sind, steht glaube ich noch nicht gänzlich fest. Wie schätzt du eure sportlichen Chancen da ein? Also wir hatten ja im Winter einige Spiele, auch unter anderem in Regionalliga-Mannschaften, dann aber auch gegen Strand 08. Ja, also wir waren eigentlich davon überzeugt, dass Strand für Schleswig-Holstein melden wird, aber es ist jetzt Kiel 2, deswegen werden wir gegen Kiel 2 auch am 30. zu Hause spielen, das wird unser Finalspiel. Aber Strand führt die Liga an und ich fand uns gegen Strand überlegen, es war letztendlich ein 3-3, aber also hätten wir das Spiel ein bisschen ernst genommen, hätten wir das auch sicher für uns entscheiden können. Deswegen sehe ich unsere Chancen sehr gut. Wir müssen halt aber auch zusammenbleiben. Jetzt haben wir den einen oder anderen Verletzten wieder dazubekommen. Das schwächt unseren Kader dann. Ich hoffe, dass die Leute, die noch an Bord sind, jetzt die letzten 5 Spiele noch bestreiten können, gesund bleiben und wir als Mannschaft dann nochmal alles geben können. So wie im Dassendorf-Spiel war eigentlich eine gute Vorlage. Mal ganz was anderes. Ihr kommt aus einer extrem starken Fußballerfamilie. Wann sieht man dich und Bruder und Vater mal wieder in einer Mannschaft? Ja, gute Frage. Wir haben uns letztes Jahr alle getrennt. Momentan ist es ja so, dass ich noch bei Teutonia unter Kontrakt bin und auch zufrieden. Es gibt einfach noch keine Möglichkeit, um ehrlich zu sein. Aber es war immer eine gute Mischung und wir waren auch immer erfolgreich. Also ich würde nichts dagegen sprechen, sagen wir mal so. Aber es gibt einfach die Chance nicht und deswegen kann man darüber leider nicht reden. Kommen wir zurück zum aktuellen Geschehen bei Teutonia. Es gab vor einer Woche oder ein bisschen mehr als einer Woche einen kleinen Aufstiegsdämpfer, wenn ich das mal so nennen darf. Der Norddeutsche Fußballverband hat euch die Lizenz im ersten Schritt verweigert. Wie ich von Sören erfahren habe gestern, unter anderem, weil zum Beispiel der neue Präsident noch nicht im Vereinsregister eingetragen war und so weiter und so fort. Wie nimmt man so eine Meldung als Mannschaft auf? Wurde das direkt kommuniziert, um was es da geht? Und wie geht man damit um? Ja, das ist witzig. Ich glaube, die Meldung kam auf dem Freitag von diversen Pressemitteilungen. Und 4 Spieler dann so, hey, was ist denn los? Und dann hatten wir also 3 Stunden später, glaube ich, Training. Gab es erstmal eine kleine Diskussionsrunde und aus welchen Gründen denn jetzt jeder schreibt Paukenschlag an der Kreuzkirche und so weiter. Also das sind marginale Dinge, die einfach nachgereicht werden müssen, so wie, weiß ich nicht, Handwerksfirmen, die den Umbau beteiligen oder das ist halt, wie Jan auch schon sagte, ein Riesenpamphlet, was ausgefüllt werden muss. Und sobald irgendwelche Sachen halt fehlen, wird die Lizenz erstmal nicht zugelassen. Wir haben jetzt bis 15 Zeit, aber uns wurde auch versichert, dass das nachgereicht wird und wir uns gar keine Sorgen machen müssen. Und seitdem lachen wir auch darüber. Also uns haben auch innerhalb von 2-3 Stunden diverse Nachrichten erhalten. Jeder Spieler wurde dann gefragt, wieso kriegt ihr keine Regionalliga-Lizenz und so weiter. Aber mittlerweile lachen wir darüber. Das heißt, du bist dir da sehr sicher, dass das auch dann passiert. Also ich habe, wie gesagt, Sören gestern auch so verstanden, dass da alle relativ zuversichtlich sind. Ja, also wir sind da recht zuversichtlich. Letztendlich weiß ja keiner, was am Ende da abgegeben wird, aber ich weiß, wie es bei Cordy war letztes Jahr, also das ist ja jetzt nicht mein erstes Mal, dass jemand für Regionalliga meldet und ich weiß, dass es bei Cordy an ganz viel mehr Stellen gehapert hat und wie ich dann auch erfahren habe, dass es aus finanzieller Sicht nicht gereicht hat, was halt bei Teutonia halt gar nicht der Fall ist. So. Also die Spieler kommen dahin, ziehen sich wirklich an, leben für den Fußball und müssen sich nicht um diverse andere Geschichten kümmern, wie, weiß nicht, Klamotten oder ja, was einfach nur ablenkt. Also die können sich auf Fußball fokussieren und da ist Teutonia Cordy auch weit voraus. Ich zitiere Dassendorf-Trainer Peter Martens, der sagte nach dem Pokal-Halbfinale, ich weiß nicht, welcher Teufel euch reitet, das zu machen, in die Regionalliga aufsteigen zu wollen. Nun haben wir ja schon gesehen, dass auch der Abstand zu Dassendorf relativ groß ist in der Regionalliga. Kommt so eine Regionalliga-Meldung vielleicht auch einfach ein Jahr zu früh? Wäre so ein doppelter Aufstieg innerhalb von 2 Jahren zu schnell?
Das hättest du auch Leipzig damals fragen können, weiß ich nicht. Hat er recht. Ja, letztendlich muss man sagen, Hamburg ist eine tolle Stadt, sehr viele Fußballvereine und eigentlich ist es tragisch, wenn nicht einer meldet. Und ich bin sogar froh darüber, dass jetzt Teutonia und Dagui Spier der Verein gemeldet hat und es zumindest da auch mal Relegationsspiele gibt und nicht, dass einfach von drei Mannschaften zwei aufsteigen. Das wäre ja traurig. Mhm. Also ich finde, es ist Pflicht, dass jemand von Hamburg mitspielt und da auch den Weg macht. Ich warte ja auch auf Dassendorf irgendwann und ich bin ja auch froh, dass ihr jedes Mal die Fragen stellt, aber Jan umgeht sie ja immer clever. Deswegen, ja, warten wir ab. Aber es war wichtig, dass jemand aus Hamburg meldet. Wie wichtig wird das, dass die Jungs, die jetzt verletzt sind, noch wieder zurückkommen? Bei einigen wird das eng werden mit gebrochenem Arm und Kreuzbandriss und so weiter und so fort. Wie sehr schränkt euch das ein in den Aufstiegsspielen? Ja, also herbe Dämpfer, wie auch gegen Dassendorf, also uns haben ja Flügelspieler gefehlt, also so ein Winnie Burg ist ja nicht der Schnellste, aber dafür halt in der Mitte auch begnadet, aufgestellt. Deswegen, uns ist Felix Dieterich mit Kreuzbandriss weggebrochen. Dann haben wir improvisiert, Nick Gutmann statt Rechtsverteidiger, jetzt Rechtsmittelfeld. Der hat sich die Hand gebrochen und wir hoffen, dass er jetzt irgendwie mit einer Schiene doch noch zwei, drei Spiele absolvieren kann. Heute haben wir die nächste Botschaft erhalten, dass unser Flügelflitzer Suleimani sich wahrscheinlich auch das Kreuzband gerissen hat und einen Meniskusschaden hat. Ja, gute Besserung erstmal an ihn. Weil, auf jeden Fall auch von uns. Er hat ja noch sportliche Ambitionen und wollte nächstes Jahr auch, glaube ich, weiter hoch. Das ist sehr schade für den Jungen, weil, ja, wie man auch gesehen hat, hat er die Oberliga ja aufgewirbelt. Auf jeden Fall, gerade auf dem Flügel. Ja. Einer der wenigen Spieler, die so viel Tempo haben in der Oberliga. Ja. Ich habe noch keine Fragen mehr. Möchtest du nicht mehr, Kalle? Möchte ich schon, aber ist ja alles schon geregelt, die ganze Geschichte. Dann denke ich doch nochmal nach, wem gönnst du denn den Pokalsieg mehr? Das noch oder nie noch? Ha! Das wird mir gefallen. Jetzt eine diplomatische Antwort. Möge der Bessere gewinnen. Naja, gut. Wir wollen ja hier niemanden festmachen. Das muss jeder sonst selber entscheiden. Der ist ja schon festgemacht. Das Ganze, ne? Aber da jetzt von Dassendorf jemand hier ist, ne? Und du sagst, der möge der Bessere gewinnen hier, meinst du natürlich Niendorf. Ist ja klar. Aber das ist ja dein gutes Recht. Das ist kein Problem. Ja, wir sind ja hier. Gesagt. Wir hätten ja auch gerne jemanden gehabt von Niendorf für heute, gerade bei diesem Pokalfinale. Aber wie gesagt, wenn die nicht können, nicht wollen, nehmen wir das zur Kenntnis, ohne weiter an Bord zu verlieren. Aber umso mehr freuen wir uns natürlich, dass du es geschafft hast, heute hier zu sein. Das ist natürlich auch eine tolle Nummer gewesen, weil ich war begeistert von deinem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, erstmal. Ich war wirklich begeistert. Kalle, vielen Dank erstmal für die Einladung. Danke auch für deine netten Worte zum Spiel. Leider sind wir ja als Verlierer vom Platz gegangen. Aber mit erhobenen Haupt. Ja, schmerzt immer noch, weil sowas verdaut man nicht schnell. Ja. In der Regionalliga kannst du ja wieder angreifen. Ja, du musst das erstmal abhaken und dann die Regionalrelegationsspiele bestreiten. Ja. Okay, dann bitten dann wir uns. Dann wünschen wir natürlich viel Glück. Wir bedanken uns recht herzlich und bitten Nadine, komm und befreie. MyBed EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen. Trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBed EU. Jung, sportlich, fair.